wir brauchen einen Spiegel. Okay, da vorne ist der Spiegel. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe heute früheres Training als sonst, denn ich trainiere mit wem anders gemeinsam. Der ist auch sehr stark und der hat auch schon angefangen. Ohne mich, ich bin ein bisschen beleidigt. Nein, aber ich brauche auch lange für mein Warm-up. Und ich mache jetzt ein bisschen Fahrrad, dann bereite ich mich drauf vor. Ich hoffe, ich sehe nicht allzu müde aus. Und wir haben heute Halberbeugen, Sumo-Deadlifts und dann noch Bein-Accessories. Denn wir sind gerade in der Off-Season und wir haben quasi dann einen Leg Day heute. Und am Ende wird auch noch ein wenig gepostet. Auf jeden Fall nicht wundern, denn mein Training ist nicht so schwer und schaut etwas anders aus. Im Moment, ich habe ja früher Gewichtheben gemacht, deshalb habe ich Erfahrung mit Halberbeugen, aber dennoch. Ich habe immer instant Muskelkater in den Quads und da bin ich mal gespannt, was heute so geht. Irgendwas so um die über 100, aber nicht so weit weg von den 100, also 105, 110. Das sollte ausreichen und viele Wiederholungen habe ich. Also kann man schon sagen, das sind viele Wiederholungen. Achter oder? Nein, Sechster. Aber das zählt auch schon als viel. Jetzt wird sich aufgewärmt. Manche machen sich ja nicht warm. Wenn ich sagen, dass das Alter das schon ist. Manchmal das Gefühl, wenn Leute so noch Junior sind, so mach die Hantel, 70 Kilo passt schon. Mach ich beim Heben auch? Nein, mach ich nicht. Ich mach eigentlich immer ein allgemeines Warm. Früher. So, dann gehen wir in den kleinen Raum, oder? Nee, ist banded. Ich habe banded Bodyweight Squats damals nach meiner Knie-OP gemacht. Da haben auch alle sehr geschaut im Gym, weil eigentlich macht man ja banded Squats, um einen Overload zu haben, also mehr Lasten zu bewegen, als man theoretisch kann. Wir haben dann aber Bodyweight Banded Squats gemacht. Das heißt, ich hatte ein Gummiband um meinen Körper, dass ich nicht mein ganzes Körpergewicht beim Bodyweight Squat beugen muss, denn so nach einer Knie-OP ist. Bodyweight Squats sind schon nicht ohne. Und in letzter Zeit gehe ich ganz gern hier in die Sauna und ich habe das Problem, also einmal ist ganz cool, weil man entspannt natürlich auch, aber ich finde es auch cool, wenn man merkt wieder, wie muskulös man dabei eigentlich ist, weil gerade so nach dem Wettkampf fühle ich mich meist ein bisschen so dünn oder muskellos. Wenn man dann in der Sauna ist, merkt man wieder, wie so, also dass man schon anders auch ausschaut. Das ist ganz cool und es ist halt witzig, ich bin sehr kompetitiv, kann man schon sagen. Und ich muss immer die Letzte sein, auch die beim Aufschluss oder in der Sauna rausgeht. Das ist manchmal sehr anstrengend, weil ich mir dann selber im Weg stehe. Weil am Ende, es soll ja eigentlich entspannt irgendwo sein und wenn du das so sehr übertreibst, ist es dann eher wieder so anstrengend. Aber das ist immer ganz witzig. Und wenn dann alle draußen sind, aber dann wieder jemand reinkommt, dann habe ich manchmal sogar das Bedürfnis, den auch noch zu besiegen. Aber so Sauna-Wettkämpfe wären vielleicht auch was. Ich wollte gerade den Toe-Stretch machen, aber ich habe jetzt den falschen immer gemacht. Also ich habe den hier gemacht. Also das heißt den falschen, das ist ja theoretisch auch ein Toe-Stretch, wo man jetzt zum Boden versucht zu greifen. Und früher habe ich auch Sportunterricht für Kinder gegeben, also in der Kindersportakademie. Und das ist ganz witzig, es gibt nämlich manchmal so Kindersporttests, also wie athletisch die Kinder sind oder wie entwickelt die sind. Und das ist auch eine Übung, nämlich dieser Test. Und das ist ganz witzig, weil dicke Kinder oder dickere Kinder sind da meistens sehr gut drin, weil das Körpergewicht sie dann runterdrückt. Aber ich glaube, es ist im Sitzen, das sieht, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall verzerrt das so ein bisschen das Ergebnis. Das ist ein kleiner Funfact. Also falls ihr sehr gut drin seid, seid ihr entweder beweglich. Oder ihr seid blatt. Aber ich bin ja auch laut BMI übergewichtig. Ich bin ein bisschen beleidigt, ja, weil er hat schon ohne mich angefangen mit dem Training. Und er ist jetzt auch schon bei 220 Kilo. Ja. Und zwar haben wir 70 Kilo. Ja, ne. Ne, 20. Ist jetzt 220. Ja, aber von der Seite aus. So. Und zwar Bjarne Dücker heißt du, ja, oder? Ja, Dücker. Dücker. Ist zwar Dücker. CK, aber langes Ü Dücker irgendwie. Dücker zu verwechseln mit Drücker. Stell dich gerne mal vor, für alle, die dich noch nicht kennen. Du machst ja auch Powerlifting. Genau, auch Powerlifting, auch Nationalkader, aber noch Junior, letztes Jahr jetzt. Und dieses Jahr aktiven Deutscher Meister aber geworden. Weltmeisterschaft, Europameisterschaft steht noch an. Wann ist der nächste Wettkampf? Zwei Monate jetzt. Zwei Monate. Also so 8 Wochen ungefähr. Okay, cool. Ja. Das heißt, er ist gerade in der In-Season, wenn man jetzt von der In-Season spricht, und ich bin in der Off-Season. Das heißt, deshalb genau. Trainiere ich heute auch noch nicht so schwer. Hast du schon Ziele für die WM? Also außer Gewinn natürlich. Ja, yeah. das Ziel. Nee, also keine Ahnung, auf jeden Fall nicht. Total degressen, sondern halt einfach immer weiter hoch. So wiederholen nicht, ist keine Option. Nicht weniger total, als okay. Man davor hatte. Gewinnen, wenn es geht. Ja. Aber ist möglich, oder? Theoretisch. Ja. Aber jetzt ist einer in Däne noch nachgerückt, der macht 8,75. Was machst du? Was ist dein Bestes? 8,42. Also 30 Kilo. Aber dann again bei so hohen Lasten, wenn einer seine Drittversuche findet, also da finde ich es dann immer spannender. Da kann und ich weiß passieren. Auch nicht, wie ernst genommen das halt in Dänemark wird. Mit Powerlifting, wie stark da die Refs sind. Ah. Vielleicht kriegt er auch keine Pause oder Tief oder so. Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall beide Beugen. Wie gesagt, bei mir nicht so schwer. Und dann heben wir beide. Du hebst ja Sumo.
Genau. Ich nämlich heute auch. Schauen wir mal, wie das so ausschaut. Vielleicht kannst du ja meine Technik. Ich habe gehört, du bist Sumo-Experte. Boah! Ja. Nicht ganz. Aber jetzt gerade, nach so 3 Jahren Powerlifting, habe ich so ein bisschen meine Sumo-Technik gefunden, ja. Cool. Wie lange trainierst du generell schon? 5,5 Jahre so. Die Hälfte von meinem Training, oder? Trainiere ich jetzt seit 11 Jahren? Ich glaube. 18? Ja. Genau, das war's bitte. Aber nicht, noch nicht die doppelte Muskelmasse. Ich nehme die rosa Langhantel. Die gebe ich dir bei Langhantel. Die Damenhantel, da gibt es einen Unterschied bei Frauen- und Männerhanteln. Gibt es im Powerlifting nicht, das fragen wir alle. Und die hat ein bisschen mehr Whip. Und den kann man ein bisschen sogar für sich nutzen, wenn man in der Hocke so ein bisschen dynamischer wird. Dann kann man den Whip nutzen. Powerlifter sind immer selber fordert, wenn sie das zum ersten Mal machen, weil dann hilft es in der Regel eher nicht, sondern gibt dir schon mal einen Stich in den unteren Rücken. Das kann schon mal passieren. Aber in der Regel kann es auch helfen. Ja, ich schaue, dass ich in meine Stulpen komme. Ach, das ist immer das Anstrengendste, finde ich, vom Training, wenn es so heiß ist. Oh. Ich habe das nicht so hochgezogen, aber es sollte passen. Es ist ja super, dass Matze genau heute beißen muss. Das ist immer, habe ich das Gefühl, wenn wir was drehen, ist entweder eine Putzfrau und das Gym da, also im Handy nicht die Putzfrau, das ist so vom Timing dann so, seriously, genau jetzt. Oder wenn hier ist, letztens haben wir auch an dem Sonntag, glaube ich, hier was gedreht und es war ein motivierter Mitarbeiter, der dann auch das ganze Gym gesagt hat, aber der hat sogar extra pausiert, das war sehr lieb. Also bevor ihr euch beschwert, dass es laut ist, ich kann nichts dafür. Ja. Einfach so anders. 50? Genau, hier nicht denken, das sind 60, das sind 55. Warm. Ganz witzig, wenn die Kopffarbe sich dann so verändert mit jeder Wiederholung, wird immer mehr zur roten Scheibe. Huh? Ich finde es immer witzig, wie die Kopffarbe sich dann verändert mit den Wiederholungen. Beim Timo ist das auch ganz krass, wenn der geht zur Stange, schaut so ganz lieb aus, ich glaube, der Demo seine Brille an, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, dann, sobald er anreckt, schaut er schwer aus und dann siehst du direkt so 3 Sekunden, boom. Und dann schaut er zum Kampfrichter und sein Gesicht ist knallrot, das schaut immer ganz witzig aus. Ich finde bei Timo das manchmal krass, so der Ofen, der sieht manchmal schon so übel schwer aus oder so oder komisch. Der Walkout schaut immer schwer aus. Und dann beugt er, ich weiß nicht, das war in Kroatien, glaube ich, oder? Da haben wir den Beugen gesehen und alle im Publikum so, what the fuck, der bombt jetzt so ungefähr. Und dann haben alle gelacht, als der gebeugt hat, weil es dann so leicht war. Das war ganz witzig. Ja. Aber du wirst auch mit den Wiederholungen tiefer, oder? Von der Tiefe, das habe ich auch. Aber die erste Wiederholung ist immer die flachste und dann die letzte. Ich habe dann auch so, scheiße, ich muss eigentlich ein Stück tiefer. Ja, und dann noch tiefer. Und am Ende kommt jetzt, das war jetzt nochmal richtig tief. So, blöd natürlich, im Wettkampf hat man nur eine Wiederholung, aber dann kann man es Chalk brauche ich eh nicht, ne? Und seit der Knie-OP kann ich halt wieder so meine Quads auch nutzen. Richtig schön durchschieben. Und ich habe jedes Mal auch, also selbst mit Stiff Sleeve, wenn ich beuge, habe ich immer Quad-Muskelkater. Hast aber so du richtig. Nur im Training SPDs oder auch auf dem Wettkampf?
In der Offseason halt und vor dem Wettkampf, so 3 Monate, 2 Monate vorher, nutzen wir die dann. Ich hatte auch von 8er-Beugen hatte ich auch so Muskelkater wieder in den Quads. Das ist heftig, aber ich mag das gerne, weil dann denke ich mir so, yes, es kommt an. Aber man kommt irgendwie nicht ran an den Beinmuskelkater, den man so am Anfang hatte. So das erste Jahr, wenn man so ordentlich Beine trainiert hat. Also ich weiß nicht, das erste Mal habe ich in Amerika trainiert. Ich meine, das ist jetzt 11 Jahre her, glaube ich. Da habe ich mir dann so, okay, welches Fitnessmodel gefällt mir so ungefähr? Da gab es, also da habe ich ja kein Powerlifting auch gemacht. Ich weiß nicht, ob es das da, was ich schon so, also gab es natürlich, aber. Und dann habe ich auch so ein Beintraining gemacht und so Step-Ups und halt Maschinen. Und ich konnte original, ich glaube, ich konnte eine Woche nicht Fahrrad fahren und ich hatte da kein Auto. Und meine Gastfamilie musste mich dann überall hinfahren, weil ich kam nicht, also ich konnte echt nicht aufstehen. Das ist richtig wie auf den Memes. Das hatte ich nie wieder. Aber wenn du halt nie trainiert hast und dann einen Leg Day machst, dann bist du natürlich selber schon. Bei mir auch so das erste halbe Jahr den Muskelkater, den man da hatte. Das war so crazy. Böse, keine Treppen, kein Nix. Ich hatte Auffahrunfall auch, weil meine Beine gezittert haben vom Training und so, ja. Alles gleich aus. Ja, die erste war auf jeden Fall tiefer diesmal. Ich habe mir schon gedacht, Moment. Aber ich hatte das immer, auch im Wettkampf, dann, wenn ich mich warm mache, dann die Betreuer, weil international darfst du nicht deinen eigenen Coach haben, sagen mal, ja, erste war nicht gut, danach war okay und dann immer die erste. Aber zu den Singles hin kriege ich das dann eigentlich besser hin. Also wenn ich Singles habe, die treffe ich eigentlich auch immer. Gut, bei mir ist noch manchmal gehen wir so, also manchmal habe ich das Gefühl, denken manche, meine Beuge ist nicht so tief, weil ich halt viel Vorlage habe und groß bin. Und manchmal geben die dann von vorne nur so rot. Aber ich hatte Redemption bei der WM. Ich habe letztes Jahr 3 rote bei der 3. Beuge bekommen. Und dieses Jahr wollte ich das Gewicht wiederholen und in gültig. Und das haben wir gemacht und in leicht. Das war richtig. Aber ein bisschen Pressure hatte ich schon. Beim 2. habe ich dann wieder so random so ein rotes Licht bekommen. Dachte, oh Gott, wenn ich den jetzt hier nicht schaffe. Also ich hatte bei mir auch auf einmal alles leicht tief und auf einmal war eine für Tiefe. Ja, das ist dann auch, hatte ich auch mal bei der Deutschen, das war einen Tag bevor ich die Knie-OP hatte, habe ich noch die Deutsche Meisterschaft mitgemacht, das war auch total freaky. Und dann bin ich halt auch voll in den Boden, habe ich mich reingesetzt, also das war wirklich tief. Und dann hat mir auch eine dann von der Seite rot, wo ich fühle mich dann immer so richtig angegriffen, so was soll das? So, weil eigentlich ist der im Zweifel für den Athleten, aber manchmal habe ich das Gefühl, im Zweifel drücke ich rot. Also ich fand diese Deutsche Meisterschaft crazy auch, weil ganz viel rot. Ich fand, das Bankkommando war bei uns so. Da waren alle in der Gruppe, hast gesehen, fast alle haben den 3. nicht geschafft oder halt so 2,5 Kilo Steigerung dann gemacht. Dann weißt du auch immer, okay. Ich hatte Brust gerade erst berührt, weil ich noch so weiter einsinken. Hab schon Press-Signal, wenn ich dann noch weiter einsinken lasse, kriege ich ja rot. Ja. Nach dem Press-Signal. Ich habe immer bisher, ich warte auf den Tag, wo ich den letzten Kommando habe. Bisher habe ich immer, weil ich habe, glaube ich, die 57er hatte bei der und 63er, glaube ich. Die hatten irgendwie alle so fast Touch and Go. Und bei mir war dann wieder so, more again. So, aber irgendwann werde ich auch ein kurzes Kommando haben. Ja. Montags habe ich ADLs gerade. Ich habe mit Kurzhanteln einfach 50er gemacht. Okay. Aber auch Kickstand mit einem Bein. Denn. Aber Conventional, wann habe ich das letzte Mal Conventional gehoben? Vor 2 Jahren oder so. Ich habe ein Video von dir gesehen, wo du 180 hebst. Ich habe vor 2 Jahren auf der Landesmeisterschaft in Flipflops ohne Gürtel irgendwie 250 oder so gemacht. War es schwer oder leicht? Unnormal schwer. Und Tag vorher Sumo 285 oder so leicht. Ja. Also ich merke jetzt auch, wie ich Sumo hebe. Klar, ich habe jetzt, also im Vergleich zu Conventional kannst du halt auch viel höhere Trainingslasten bewegen, ohne dass du halt K.O. bist. Also gerade, weil zum Beispiel, wir haben 227,5 gehoben bei der WM und ich 230, sage ich mal, also so wären auch noch gegangen, also von meiner Einschätzung her. Und das Schwerste, was wir auf dem Triple gemacht haben, war 190. Ja. Also ich auch im, also Conventional hebe ich halt sehr leicht, glaube ich, im Vergleich auch zu anderen. Kann ich mir vorstellen. Weil manche heben irgendwie gefühlt einen Triple und bringen nicht mal das auf eine Wiederholung dann rein. Gibt's auch. Aber ich glaube auch so auf Reps kann ich auch mehr dann noch machen als, also heben ist
Ist eh komisch, verstehe ich nicht. Ich trainiere auch eigentlich bei Beuge und Heben nur, dass mein unterer Rücken gerade bleibt. Ja? Weil aus den Beinen geht immer alles. Man immer sieht alles das sehr, wie du beugst, finde ich, dass du sehr viel Beine hast und auch sehr aus den Beinen arbeiten kannst. Und dann jetzt auch gerade beim Heben. Ich glaube, ich hatte meinen ersten Single über 300, wo mein unterer Rücken gerade war und der deswegen nicht schwer geworden ist. Ja. Sonst immer locker und dann so alles und vom Boden alles schnell hoch. Ja. Und alle anderen Sumo-Heber heben so langsam vom Boden hoch und kommen dann schnell in Lockout, aber... Aber hast du den trainierst dann auch extra noch hintere Kette, also dass du richtig den Hintern noch aufbläst? Oder da... ADLs. ADLs. Okay. Das war's. Und die Backing-Stage. Ja, aber jetzt gerade habe ich die nicht. Wurde gewechselt. Ganz weird, weil es fühlt sich dann so schwer an, aber dann kommt man eh so hoch. So wie Front Squats. Du denkst bei der ersten auch, oh Gott. Oder Schulter drücken. Ha, jetzt wird gehoben. Sumo. Nice. Willst du auf, wo willst du heben? Ist mir ganz egal, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Hier ist früher immer das eingesunken, aber ich glaube, ich hatte repariert. Ja. Oder? Also dann aber so, oder nicht? Ja, oder? Also ich hebe auch oft hier so auf dem Boden. Ich weiß nicht, wie schwer hier, dann ist blöd mit diesen so, wenn man jetzt so hebt. Ist doof? Ja. Für also Sumo. Oder schmeißt du sehr ab? Ja. Dann vielleicht ja, ich kann auch langsam runterlassen. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich mache. Ich muss auch letzten Warm-up gucken. Wenn ich vorher irgendwas sage, überschätze ich mich eh immer. Ich muss immer ankündigen. Ja. Zwei Camps. Das eine ist dann hochkant, das hier ist quer. Wir sind gerade noch am Setteln. Jetzt habe ich ein bisschen. Aber gleich wird sich dann aufs Heben konzentrieren. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich freue mich, weil ich wie gefühlt wie eine neue Übung, auch wenn ich früher Sumo gehoben habe. Aber jetzt hebe ich anders. Hoffentlich. Wie viele Raps waren das jetzt? Hä? Wie viele Raps waren das jetzt? Zwei. Ich mach gleich nur noch Singles. Cool. Ich guck mal, dass ich noch ein bisschen was gelöscht krieg vorher. Und hier von den Stufen. Ich möchte auf jeden Fall mehr Beine haben, richtig so. So weit. Ja, ne, die gern. Du hast ja auch nicht ganz in den Händen die Hand, oder? Du hast so ein bisschen. Aber ich sehe nämlich auch, weil ich schaue mir so Sumo-Specialists an und dann sieht man ja auch, manche greifen auch ein bisschen enger. Ja. Muss man immer nur schauen, dass man dann in den Lockout kommt. Was? Man muss dann nur schauen, dass man dann in den Lockout kommt, wenn man schon. Wie findest du, schaut mein Sumo aus? Hm? Wie findest du, sieht mein Sumo aus? Gut. Ja? Ja, das Gefühl sieht besser aus als meins. Schön. Das ist noch kein Arbeitssatz, das ist Warm-up. Zweimal Richter, oder? Zu gehen. Es tut nur so weh überall. Also ungewohnt, das finde ich. Einfach so kompakt sieht dein Deadliften aus. Ja? So gut auch Sumo. Der gehört. So immer bei meinem. Ich finde immer bei mir sieht einfach so ein langer Oberkörper. Na, ich würde eh beim Deadliften. Oder? 220? Ja. Eine Handynummer auf die erste Seite schreiben, das habe ich gemacht. Und dann, okay, hier jetzt nicht bei dem, aber bei den anderen und ich vergesse die nämlich auch ständig und dann schreibt mir irgendjemand dann, hey, hier ist dein Training. Ich habe es auch schon fünfmal verloren oder so.
Bei mir ist auch meistens im Training, trage ich gar nichts ein. Und dann so, ah, oh, wieder vergessen. Was hast du noch gemacht? Was hast du noch gemacht? Und dann guckt man so das Video an. Ja, die waren schon leicht. So leicht aus. 20, jetzt 50? Ja. Willst du wieder einen machen oder soll ich? Du kannst ruhig einen machen. Ja. Ist das schon bei dir ein Arbeitssatz? Nee. Zwei Aufwärmsätze noch. Okay. Dann die gelbe? Na komm. Hebst du alles Beltless heute? Ich glaube, oder? Soll ich was mit? Ja, ich mache alles Beltless. Aber ist ja auch noch nicht so schwer. Auch wenn es sich schwer anfühlt. Es fühlt sich unangenehm an. Aber leicht. Wir haben gerade den Handvergleich gemacht. Deshalb ist er nicht so der Dad, weil er größere. Und wie dick aber auch. Und wenig Finger. Ja, ich habe dünne. Ich bin nicht, dass ich dünn bin, aber. Ich habe so alles Handfläche. Und da ist so ein bisschen Finger dran. No, don't worry. Gleich aus. Die waren sehr gut. Die waren, also sah alles, würde ich sagen, fast gleich aus. Also es war jetzt nicht schwerer, sondern eher leichter. Also 270 ist auch die Grenze und dann geht's so ganz schnell bergab. Bitte heute nicht. Also jetzt einmal für meinen Satz. Eine gelbe. Nehme ich die untere? Ja. Da verlässt man Das ist so weird irgendwie, das ist einfach so. Es fühlt sich halt nicht so geschmeidig an wie conventional. Ja. Sehr gut, ja. Der letzte Lockout nicht, aber. Ja.
Schwer. Easy. Kannst du nicht so einschätzen. Aber auf jeden Fall easier als conventional. Also 60 wäre jetzt auch für mich leicht conventional, yeah. Aber so vom... Aber willst du, überlegst du auch so auf Sumo umzusteigen oder jetzt nur um Fleisch auf die Beine zu bringen? Also erstmal Fleisch auf die Beine und so ein bisschen Abwechslung, weil wir haben jetzt schon lange auf conventional gehoben. Yeah. Und ich habe halt damals 210 gehoben und da war ich conventional bei 195. Yeah. Jetzt bin ich conventional bei 230. Jetzt wäre es spannend zu sehen, was so Sumo geht. Stimmt. Und halt auch mal so ein bisschen den unteren Rücken zu entlasten, weil ich merke halt doch, wenn man stärker wird, schon muss man mehr aufpassen mit der Belastung. Was hast du denn danach gleich noch für Sätze? Ich glaube nur noch ein oder zwei, mit 60 wahrscheinlich. Ja. Wie schaut so deine Ernährung aus? Ich bin gerade im Defizit, aber auch so, weil es easy ist, weil ich gerade nicht mehr essen kann, irgendwie wegen Wärme. Ja. Also ich könnte wahrscheinlich schon und Kalorien trinken und so, aber ist gerade einfach nicht Not. Und ich will vor dem Wettkampf jetzt ein bisschen niedriger sein mit dem Bodyweight, dass ich halt da mal besser reinkomme. Und ich habe so Kohlenhydrate und Proteine so auf gleichem Level. Okay. Und dann Fett habe ich so auf 0,7 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Und wie viele Kalorien hast du dann? 3K habe ich gerade. 3,1, 3,2, so variiere ich mal ein bisschen. Aber auch Rest Days gleiche Kalorien. Wie viele Trainingstage hast du? Meinst du mir bei 4, aber sonst sage ich 5. Achso. Ja. Aber früher hatte ich auch mal 6. Ich weiß halt auch nicht, was ich denn sonst noch machen soll, wenn ich nur, wenn ich nur 4 oder 5 hätte. Ja, das ist das Coole gerade. Ich habe irgendwie mehr, ich will nicht sagen mehr Freizeit, ich habe mehr Arbeitszeit dadurch, weil ich dann mehr arbeite. Aber es ist eigentlich auch ganz angenehm. Stimmt, du hast jetzt einen Satz hast du ohne Kopfhörer gemacht, oder? Ja. Jetzt hast du dir wahrscheinlich gedacht, das war ich muss gleich mit Kopfhörern machen. Aber du hast immer diese Kopfhörer, wie nennt man die nochmal? Diese Shell? Over-Ear oder was? Over-Ear, ja. Kommst du damit zurecht beim Heben? Ja. Weil ich sehe immer nur bei Leuten, dann fällt nach der ersten das schon runter, das würde mich so irritieren. Ja, das habe ich auch oft. Aber ich brauche das doch eigentlich nur so vor dem Satz. Ja? Denn bei den Raps höre ich eh keine Musik mehr. Okay. Ich habe eigentlich immer meine AirPods, die alten, und ich habe manchmal in ihr und die fallen bei, und ich merke beim Satz, dass die rausfallen und das macht mich so wütend, aber dann bin ich manchmal stärker, weil ich dann wütend bin, weil mich das so aggressiv macht, wenn ich das will. Das ist auch gut. Das ist einfach die Taktik. Ja, im Wettkampf leider nicht erlaubt, aber ich glaube, letztens ist einer auf die Plattform und hat es auf der Plattform erst gemerkt und dann so weggeschmissen. Wir sind auch einmal beim Deadliften die runtergefallen. Dann sind die irgendwie hier so stehen geblieben und standen so, und so beim Runterlassen und dann ist so ein Zentimeter dran vorbeigeschossen. Ich habe mal meine Kopfhörer nicht beim Heben zerstört, sondern bei, was war das, bei Pull-Ups, oder? Ich glaube, ich hatte Pull-Ups mit Fat Grip, da war hier noch das Rack. Da habe ich mir Scheiben hingelegt, dass ich da dran komme. Und dann lagen wohl irgendwo meine Kopfhörer. Und am Ende habe ich ja meine Kopfhörer gesucht. So, hä, aber die müssen doch hier irgendwo sein, hat die einer geklaut. Nee. Und dann habe ich irgendwann aufgeräumt und dann so die Überreste gesehen. Die waren dann total platt, weil die ganzen Scheiben drauf waren. Da bin ich sehr geärgert. Bei mir ist dann halt auch so, wenn ich so 2 schwere Sätze gehoben habe, dann kann ich gar nichts mehr greifen. Also das, ich habe auch richtig so Handschmerzen. Dass sich so zusammenschiebt alles. Oder so, man kriegt so die Hand nicht mehr auf. Weil es so nein, ich auch, also ich kann es nicht strecken. Schaut ganz schlimm aus. Das war der leichteste. Ich habe auch gehofft, dass die letzte Wiederholung die leichteste ist, weil ich dann so in die Position irgendwie komme. Aber du hebst jetzt dann mit Zughilfen, um deine Hände zu schonen, oder? Einfach, weil ich versuche mich, ich hatte also nie Griffprobleme oder so. Und einfach, weil ich mich so viel auf andere Sachen konzentriere, dass ich dann nicht noch meinen Griff hinbekomme. Ja, soll noch einer mal sagen, Powerlifting ist keine richtige Sportart. Sumo schon, der Rest nicht. Das mache ich halt auch. Moment, wie ist mein Rücken? Also das ist mehr... Ja, und dann mein unterer Rücken und meine Hüfte, die will schon so hoch. Und dann so, nein. Behalte unter deinem Körper. Trust your technique. Ja, das ist so. Aber das finde ich halt so cool auch an Sumo gerade, dass es mal so, ich will nicht sagen, was Neues ist. Aber irgendwo ist es schon was Neues wieder, also was Altes Neues und das macht irgendwie Spaß.
Und okay. Aber in der Zeit mache ich so alle Posen. Genau. Weil, wie es sich gehört, posen wir jetzt auch mal ein bisschen. Wir brauchen einen Spiegel. Okay, da vorne ist ein Spiegel. Wir können ja drüber gehen. Was sind deine Lieblingsposen? Most Muscular? Latspread kann ich nicht. Kannst du nicht? Nee. Okay, das heißt, wir machen Latspread. Okay. Welche Pose zuerst? Mega. Doppel Bizeps? Ja. Aber du kannst den Vakuum, oder? Du kannst den Vakuum. Ja. Oder? Einigermaßen. Wie hast du das gelernt oder konntest du es auch einfach? Als Kind irgendwie schon immer gemacht. Das immer alle, die ich frage, oh, das kann ich schon immer. Und dann, das wird es irgendwie zu schön. Schon Rego da. Back. Damit weißt du. Wie schaut's aus? Back Lat Spread. Side Tricep. Schauen wir mal, wer die bessere aussah. Wie du magst, welchen du lieber? Okay. Genau, da kannst du theoretisch auch, glaube ich, dein Bein noch mehr nach vorne, genau. Die den schwachen, schwächeren Trizeps haben, hast du jetzt nicht, können dann immer so ein bisschen spielen und mehr so das Bein dann zeigen, theoretisch. Das hast du immer direkt gewonnen, finde ich, wenn jemand Vakuum kann. Schon immer cool, dass das übe ich auch noch. So anstrengend. Vor allem ist es auch gefährlich, dass man sich nicht verletzt. Also am Zwerchfell. Ja, wenn man das übt. Also Onome zum Beispiel. Kennst du den? Das ist so ein Bodybuilder aus Wien. Nee. Schaut sehr org aus. Und der ist dann auch extrem geübt und hat sich dann auch so ein bisschen, glaube ich, am Zwerchfell verletzt. Ich finde das leichter zu üben, wenn man sich so nach vorne bringt. Und dann? Luft anhalten. Dann ziehst du den Bauch ein einfach. Ja, ist doch so in die Richtung. So in die Richtung? Das muss ich auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss hier einfach. Okay. Ich muss, die Community muss dann abstimmen, wer es besser getroffen hat. Okay, okay. Und? Ja, okay, das ist schon. Ich kenne immer diese Bilder damals, wo man so Spaß und den Sohn gemacht hat und so hochgedreht. Wir sind jetzt auf jeden Fall fast fertig mit dem Training. Wir pumpen gleich noch ein bisschen und wir haben auch ein wenig gepostet. Was würdest du sagen? Wie haben wir uns gemacht beim Posen? Sehr gut. Vakuum muss, wie gesagt, noch geübt werden, ne? Aber sonst. Beim nächsten Mal kann ich das dann. Und wir haben eh schon überlegt, dass wir beim nächsten Mal, du hast ja in 4 Wochen die Weltmeisterschaft, acht Wochen Weltmeisterschaft und in wie vielen Wochen die Europameisterschaft? Die ist in 12. Dann. 12. Ah, direkt Monat wieder einen Monat. Ja, okay, sehr undankbar, finde ich, für so eine Prep. Und dann können wir, haben wir überlegt, vielleicht, also habe ich überlegt, dass wir vielleicht einen Armtag mal machen und dann mal nur Arme trainieren, wenn du da Bock drauf hast. Dann kommen wir mal nach Braunschweig. Das Gym schaut auch sehr, sehr nice aus. Ja, das ist halt nur Powerlifting. Und Weightlifting, oder wir machen Weightlifting. Ja, stimmt. Oder Weightlifting-Session kann man auch einfach Clean and Jerks und genau, hat 120 Cleans. Kilo beim ersten Mal Clean and Jerk gemacht, oder? Ja, ja. Also Clean and Press eher wahrscheinlich. Ja, ja, irgendwie sowas. Aber das passt schon. Auf jeden Fall wurde sauer geguckt, als ich das hochgedrückt habe. Ich hoffe auf jeden Fall, das Video hat euch gefallen und der Eindruck, Drücker in unser Training hat euch gefallen. Ich würde sagen, mein Training hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Assistenzübung der Zeit als deine, könnte aber auch daran liegen. Hatte ich aber auch. Hattest aber auch? Jetzt erst so Ermüdung über Accessories, jetzt eher so die Mainlifts. Und du bist auch ein bisschen, musst ja schauen, dass du nicht aus deiner Klasse wächst, weil das richtig. Geht wahrscheinlich dann noch schnell. Richtig, richtig. Ich lasse dem Video einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr von uns beiden sehen wollt oder vielleicht ein Arm Day, schreibt es in die Kommentare. Genau. Und wo kann man dich auf Instagram finden? YouTube? _.jane überall. Insta, TikTok, YouTube. Genau, schreibt euch auch unten nochmal in die Notes. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.